Jugendliche sehen heute weniger Fernsehen als ihre Eltern. Das muss man sich mal vorstellen. Die gucken Videos nämlich lieber im Netz. Wo soll das noch hinführen, frage ich mich. Müssen Thomas Gottschalk, Carmen Nebel und ich bald umsatteln? Zufall, Pannen und Klamauk. Ist das die Zukunft des Fernsehens? Nein, die Zukunft des Fernsehens ist bestimmt das, was die Menschen interessiert. Also der große Vorteil des Internets gegenüber dem traditionellen linearen Fernsehen ist ja, dass ich viel mehr Programme habe. Es sind 1 Milliarde Menschen im Monat auf YouTube. Das ist eine ganze Menge. Und die schauen sich 6 Milliarden Stunden Video dort an. Der YouTuber, der sich im Keller einsperrt, ein schönes Video macht und dann regelmäßig die Videos raushaut, das ist gar nicht mehr so hobbymäßig unbedingt, sondern die müssen sich richtig professionalisieren. Natürlich will jeder, der kreative Leistung erbringt, auch in irgendeiner Form dafür entlohnt werden. Also am Anfang wird es sicher nur mit Aufmerksamkeit entlohnt. Viele Leute haben ein Video gesehen, ich kann stolz sein. Dann geht er in die Werbevermarktung, also schließt sich ein Partnerprogramm an. Und dann sieht er, dass er plötzlich davon leben kann unter Umständen. Gibt es denn YouTube-Millionäre? Es gibt mit Sicherheit YouTube-Millionäre. Wie gesagt, es gibt 1 Million Kanäle, die in diesen Partnerships-Programmen sind, also die tatsächlich Geld verdienen. Und einige Tausend verdienen auch 6- und 7-stellig. Okay, mit meinem Pannenvideo liege ich jetzt nicht ganz so weit vorne. Man kann zwar Millionärin werden mit YouTube, aber man muss es professionell angehen. Aber Professionalität alleine reicht ja nicht. Man muss ja auch die User erreichen. Wie machen diese YouTuber das? Man muss eine Idee haben, die anders ist. Man muss echt wirken, man sollte sich nicht verstellen. Authentizität. Ach so! Angenommen, ich hätte eine super Idee gehabt und hätte tollen Content produziert. Dann stelle ich ihn irgendwie hoch auf YouTube und dann? Ja, das ist schwer. Am Anfang musst du Videos machen, die eine breite Masse ansprechen, die gerade nach irgendwelchen Suchbegriffen suchen auf YouTube. Und dann nachher, wenn du eine Fanbase hast, dann kannst du in speziellere Themen gehen, weil die auch speziell nach dir suchen und nicht nach irgendwelchen Themen. Also ein Film alleine reicht nicht? Wenn du langfristig Erfolg haben möchtest und immer wieder möchtest, dass die Leute deine Videos angucken, musst du am besten einmal in der Woche immer ein Video reinstellen. Kannst du davon leben? Da könnte ich von leben, ja. Musst du viel von dem Geld, was du verdienst, reinstecken da wieder? Nein, ganz wenig. Also das Ding ist auch, dass ich mich in den 5 Jahren kaum weiterentwickelt habe, was das Equipment oder so angeht. Also es soll halt auch alles so wirken, als wäre es eben der Nachbar von nebenan oder der Kumpel von nebenan, der das eben in seiner privaten Bude macht. Okay, Authentizität, Selbstmachcharakter und Augenhöhe. Aber wie sieht's denn mit ernstzunehmenden Inhalten aus? Ich meine, kann die Spaß-Community Internet überhaupt damit umgehen? Ich gebe mir halt immer wirklich große Mühe, da noch ein paar Sachen reinzubringen, um die Zuschauer so ein bisschen zum Nachdenken auch anzuregen. So, wie sieht's eigentlich aus in der Weltpolitik? Warum werden Wahlversprechen nicht eingehalten? Und was heißt ein Staatsbankrott in Amerika? Das sind halt so Sachen, wo ich dann einfach meine Gedanken und meine Meinung dazu gerne raustrete in die Welt. Was kann denn das Fernsehen lernen vielleicht? Von Leuten wie dir, von deinen Kollegen? Was viele TV-Sender jetzt tatsächlich schon probieren, was zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen auch immer mehr probieren, ist dieses Second Screen. Während der Show auf Twitter, auf Facebook live verfolgen, live mitkommentieren. Das, finde ich, ist ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung. Das digitale Lagerfeuer. Es ist halt immer noch nicht so, dass man direkt als Zuschauer das Gefühl hat, wenn ich jetzt hier was sage und andere meiner Meinung sind, dann kann das per Daumenklick hochgeratet werden und der Typ, der das Video produziert hat, sieht das auf jeden Fall. Direkte Demokratie, ja bitte. Eure Meinung, bäm, in die Kommentare. Dein Bildungsauftrag, wie ernst nimmst du den? Ich habe mir darüber, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, halt noch nie wirklich so großartig einen Kopf gemacht. Dadurch, dass ich halt immer will, dass es wirklich auch noch unterhaltsam ist, nehme ich ein paar Themen mit rein, die ein bisschen reißerischer sind, worüber man sich einfach aufregen kann. Lebendige Tiere als Schlüsselanhänger. Jedem, der sowas kauft, möge instant der Pimmel abfallen. Und dann natürlich auch noch Sachen, wo ich mir denke, das ist wirklich interessant. Was halt bei mir eine Emotion weckt und mich dazu bringt, eine Meinung dazu zu äußern. Meine Hand symbolisiert die Hoffnung. Diese Hand symbolisiert die Pharmaindustrie. Stirb! Also die seriöse Königshoheit hat nach wie vor dann hoffentlich das Öffentlich-Rechtliche. Nach uns. Bedanke mich recht herzlich. Ich danke. Auf Wiedersehen. War schön hier im Internet gewesen, nicht? Ja, wiederschauen. Ja,
Glück gehabt. Das Fernsehen wird nicht untergehen, es wird sich nur verändern. Und im besten Fall wird es sich demokratisieren. Da kann erstmal keiner was gegen haben, wa? Und wo es mehr Auswahl gibt, da werden die Inhalte auch immer wichtiger. Schließlich müssen sie sich irgendwie von der Masse absetzen. Ob allerdings für aufwendige journalistische Arbeit noch Zeit und Geld da sein wird, das wird sich zeigen. Wie dem auch sei, mit Pannenvideos alleine ist es schon heute nicht mehr getan. Obwohl, fast 5000 Klicks in 2 Wochen, nicht so schlecht. Wie seht ihr die Zukunft des Fernsehens? Schreibt's doch einfach mal in die Kommentare.